Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Oh yeah, es geht weiter in der Drachengrube bzw. außerhalb der Drachengrube. Jetzt gehen wir zum Drachen, über den wir wachen. Und ich komme nicht an den Steinen vorbei. So. Da ist er. Aber eine Frage. Haben wir den Außenbereich erkundet? Ja, ne? Ja, doch, da oben waren wir. Da stand ja dieser... Wie hieß der, die Nachricht da oben? Bale? Oder der verehrte Bale? Ich weiß es nicht mehr. So, das ist der einzige Drache, der noch lebt. Ja. Ich würde sagen, ich hole mal ein bisschen Hilfe. Ich buße. Ja, mal gucken. Wie der Boss so wird. Hey! Klingengipfel, Drachling. Aua, Scheiße macht der Damage. Oh, Scheiße. Hey, meine Nachricht wurde bewertet. Schade. Ach. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Heilige Scheiße, ist der stark. Jetzt hau doch nicht immer ab. Was? Er ist da oben? Ich hab so ein klitzekleines Problemchen damit. Wie soll ich denn da hinkommen? Meine Asche. Ich komme aber, selbst wenn ich wollte, komme ich nicht da hoch. Haben so ein kleines Problem, würde ich sagen. Irgendwie glaube ich. Oh, da ist er! Ich wusste gar nicht, wie das Pferd benutzen kann. Oh, nice.
Alles klar. Drachenherz und Drachenschuppenfleisch. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der da, weil der oben rumgebackt ist, dass wir irgendwie neu laden müssen oder so. Aber es hat doch irgendwie funktioniert. Alter, was hat der für einen geilen Angriff gehabt mit dem Blitzen? Das war ja mega geil. Schwacher Feind. Ja. Also der Feueratem hat schon echt reingehauen. Physisch hat er nicht so den Damage gemacht. Er ist ein Süd. Warum erst in Süd? Warum erst in Süd? Okay, weil es hier nicht weitergeht. Null. Wertvolles Objekt. Hä? Wo denn? Da ist nicht mal ein Item oder so gewesen. Aber hier. Hier ist was. So. Blume? Wertvolles Objekt. Das ist. Das kriegt. Das müsste auch eine richtige Bewertung bekommen. Die wächst aus dem raus. Was? Vermischen. Hä? Ja, ich muss mal gerade gucken, wo müssen wir denn noch lang? Also der sagt zuerst Süden. Und Süden ist für mich nach unten. Gut, dann gehen wir erst nach Süden. Ah, guck mal hier. Rote Fulgoblüten. Unerwartet das Blitz, ja. Ach, hier ist das Fingerding. Brauchen wir mal Mist. Oh Leute, guck hier. Scharfer Schotterstein. Hier. Gibt's das auch bei dem anderen Fach? Kann natürlich sein, ne? Ja, cool, hier. Ich weiß zwar nicht, wofür es ist, aber... Oh, der spielt ja mit der Sense. Cool. Gut, so, jetzt haben wir alles, ne? Da oben kamen wir ja nicht hin. Es wundert mich aber echt, dass wir da nicht hin können, ne? Was ist da, was da so geheimnisvoll ist? Ach so. Oh, von hier komme ich natürlich da hoch. Alles klar. Ja, geil, hier ist überhaupt nichts. Es sei denn. Nee. Das ist zu extrem. Ach nee, nicht schon wieder so ein Scheißschaf. Ich hasse diesen Zieh. Wir haben so viele Bestienlebern und dünne Bestienknochen, ne? Ach, da ist noch ein fettes Schaf.
Meter. Blitz. Hi. Ah ja. Ich kill euch noch schon, Alter. Keine Sorge. Items, die droppen, ne? Haben die irgendwie eine erhöhte Drop-Rate? Okay, was ist da oben? Hey, wait, was ist da? Was ist, warum ist hier ein Blitz runtergeflogen gerade? Sah ganz komisch aus. Was ist hier? Rein, gar nichts. Gut. Ah, hier sind wir hergekommen sogar. Dann gucken wir mal, was hier ist. Etwas? Was etwas? Ja, was? Ich hasse es. Okay, da unten ist noch ein fettes Schaf und da oben sind Bogenschützen. Gehen wir zuerst in den Bogenschützen hier, ne? Aus Skelettbogenschützen. Hey. Okay, das sollte man vielleicht nicht. Pferde machen. Oh, geil, wir wurden geheilt. Okay, da sind noch mehr Viechers. Ich will doch gerne mal nach unten. Ne? Da hinten ist noch ein Item. Arschloch. Ach, das Boss ist gestorben. Ja, das hält auch nichts aus, ey. Das hält wirklich nichts aus. So, ja, hier. Also ich könnte jetzt hier runter. Mach ich aber nicht. So, hier ist. Was ist hier? Wo gehen wir hier lang eigentlich? Also eigentlich geht's hier weiter. Wohin auch immer das uns leitet, wahrscheinlich in dieses Gebiet hier. Und wir gehen jetzt quasi in den komplett anderen Weg. Ja.
An der Ecke haben wir gestanden, haben wir da runtergeschaut. Ja, das haben wir gesehen. Die Edges kann ich wegnehmen. Ich kann die Edges nach hier verfolgen. Das da haben wir ja gesehen sogar. Nur das untere Baumgebiet haben wir nicht gesehen. So. Das heißt, die kann ich dann wahrscheinlich auch wegnehmen. Aber ich bin jetzt nicht böse darum, dass wir jetzt zuerst zum Drachen gehen. Da wollten wir ja sowieso hin. Ich will jetzt erstmal hier durchlaufen. Wo sind wir hier gerade? Okay, vor der ersten Zacke. Aber warte, gucken wir dann wieder nach Töpfen, ne? Die können ja wieder so Töpfen überall sein. Die sind echt mies versteckt, muss ich sagen. Hier ist nix. So. Damit sind wir auch geheilt dann. Hier ist sonst nix. Hier sehe ich nix. Das hat eben noch fallen gelassen. Ach, guck mal hier. Guck mal da. Da hinten ist nichts. Ja, da gehen wir jetzt gleich hin. Eigentlich hätte ich jetzt gerne eine eigene Folge. Warum sagen die, dass ich zuerst hier hin muss? Ich würde das am liebsten gerne mal überprüfen, was da hinten ist. Tut mir leid. Bevor wir hier... Es sei denn, hier ist jetzt ein Feuer direkt. Glaube ich aber nicht. Nee, doch, da hinten ist... Oh, da ist aber was Spezielles. Nee, das lassen wir mal. Bis später. Auch wenn da hinten ein Feuer ist... Ich muss das jetzt überprüfen erstmal. Das nervt nämlich sowas. Du hast die ganze Zeit die Überlegung so, oh man, jetzt habe ich da die ganze Zeit was verpasst. Deswegen lieber einmal checken. Lieber einmal zu viel checken. Warum ist es jetzt hier eigentlich so neblig und alles? Was ist es? Blitz um Blitz. Der ist da runtergefallen. So, warum darf ich nicht zuerst hier? Finger um Finger. Ah, da sind ein paar Finger. Achtung, Freude. Vision hiervon? Finger oder Ordnung? Vision von Finger hätte ich nur dieses Loch. Alles klar. Okay, da ist irgendwas gestorben. Ja, ich sehe eh nichts vom Fingertal. Das ist alles neblig und diesig. Wir sind auch keine Gegner oder so, ne? Nur goldene Scheißschafe schon wieder mal. Ja, das ist eine gute Idee, was der Typ da macht.
Das sollte ich wahrscheinlich auch. Stimmt, das sind ja heilige Viecher, Skelettviecher, deswegen ist Heiligschaden ja gut gegen die. Stimmt, hätte man ja auch vorher mal machen können, ne? Geste. Handlung des großen Herrschers. Wahrscheinlich Blitz. Hochzug. Oh ja. Ja, ein bisschen. Ja. Aber hochsuchen könnte auch wieder heißen, dass hier irgendwo ein Topf ist oder so. Sehen wir nix. In diesem Wetter ist echt unpraktisch. Gar nichts. So, irgendwie sagt mir was, dass das Ding nicht richtig aktiviert ist. Erstens links, ja, ja. Kein Objekt voraus. Genau, Geisterquelle. Weil es aktiviert sich nichts. Stand doch erstens links versuchen, ne? Hä? Ach, der war schon aktiv. Achtung, Baum. Ach so, ja, weil er sich so bewegt. Schöne Ausbildung. Oh mein Gott. Das ist nicht so gut. Crazy aus. Krieg ich einen Screenshot geschafft? Ne. Ja doch, hat gut. Wow, der ist super geworden. Nice. Wunderschön und wunderschön, ja. Ich würde nur gerne wissen, was man mit dieser roten Fulgo-Blüte macht. Okay, da ist eine Gnade. Irgendwas sagt mir, es wäre der liebenswerte Person.
Ah, dreh nicht richtig. Achtung, Leiter, aber kein Angriff. Nee, Leiter. Schlange, oh Schlange. Wow. Besessenes Wesen. Hier ist nix. Alter, das ist nur eine Brücke. Erstmal 5 Millionen Nachrichten machen für nichts. Wo sind wir denn? Fuß des Klingengap. Oh. Ah, oder geht's vielleicht gar nicht hier in dieses Gebiet? Sondern geht's nur nach hier? Ich weiß es nicht. Ich würde... Ach so, ja. Ich muss nochmal hier hin. Weil ich glaube, hier wird uns ein sehr großer Boss erwarten. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen, zumindest. Wie viel Seelen haben wir eigentlich? Nicht genug. Schade. Wir brauchen noch so 200.000. Oh, endlich ist es. Aber es sind immer noch so diesig, ne? Oh Leute, hier war auch noch ein Schotterstein. Oder respawnt das Ding. Nee. Spawn tut es nicht. Dann gehen wir in der nächsten Folge zum großen Drachen. Mal gucken, was der für uns bereit hat. Schafis können von mir aus da bleiben. Ja, dann bedanke ich mich. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.